Für Baumpfleger Ronny Epple ist es ein echtes Heimspiel. Gerade mal 500 Meter von seiner Haustür in Münsingen-Buttenhausen entfernt liegt das Waldstück, in dem die Krankeneschen stehen. Aber es liegt eben so, dass der Abtransport der Bäume eher schwierig ist. Steilhang, Häuser unter dran und einfach der Abtransport mit einem Fußweg von 40 cm oder eben Seilstrecke, also mit der Seilwinde hochziehen von etwa 200 Meter. Aber auf den 200 Meter überall Felsblöcke oder Steine, was auch immer. Das heißt, wenn sich beim Hochziehen irgendwas löst, liegt es genauso unter dem Haus. Und dazu ist halt noch Landschaftsschutzgebiet, war Holderheide. Ein Baum ja, zwei Bäume ja, aber 40 oder 45 Bäume da durchziehen, eben lieber retten. Mit dem Helikopterteam aus Österreich haben die Münsinger Baumpfleger schon früher zusammengearbeitet. Die letzten Absprachen mit Pilot Georg Schuster sind schnell erledigt. Dann mal so, gehen wir nach unten, gell? Ja. Gehen noch oben vom Baum weg. Ja, okay. Okay? Ja. Und bei den anderen, die senkrecht stehen, gehen noch so oben weg. Das heißt, also, der erste Schnitt ist über der untere und der zweite ist senkrecht. Ab jetzt kommt es auf das gute Zusammenspiel des Teams an. Die Sägetruppe unten im Wald mit den beiden Baumkletterern und der Hubschrauberpilot mit seinem Helfer oben. 30 Meter lang ist das Seil, mit dem die Bäume abtransportiert werden. Pro Flug kann maximal eine Tonne angehängt werden. Alles ist im Vorfeld berechnet worden. Auch die notwendigen Vorarbeiten sind erledigt. Jeder Baum ist mit extra Seilen befestigt, die dann einfach angehängt werden. Aber was heißt hier einfach? Helibaumfällen erfordert vom Piloten extremes Feingefühl. Denn erst wenn er das Seil oben unter leichter Spannung hält, kann unten gesägt werden. Und dann schweben plötzlich Bäume hoch über dem Lautertal. Die eine oder andere Vogelfamilie muss sich im kommenden Frühjahr ein neues Domizil suchen. Aber ansonsten verläuft alles planmäßig. Ohne großen Flurschaden werden ein paar hundert Festmeter Brennholz hier abgeladen. Die Buttenhäusner Zaungäste, die das Spektakel aus sicherem Abstand mitverfolgen, sind beeindruckt. Interessant. Anderes Baumfällen wie sonst. Soll er das zukünftig jetzt bei Ihnen auch einführen? Bei uns nein. Ich säge die Bäume ab und das bis jetzt rücken nach alter Art. Ja, ist interessant, sowas sieht man nicht alle Tage. Das ist also hier bei uns in der Gegend eher ganz selten, da man sowas sieht. Wie gefällt es dir denn so bisher? Gut. Gut, cool. Und was wirst du später mal? Baumwirt oder Hubschrauberpilot? Hubschrauberpilot. Es dauert nur gut 2 Stunden. Dann ist Ronny Epple mit seinem Team bei der letzten Esche angelangt. Die ist allerdings nochmal eine spezielle Herausforderung, denn aus Gewichtsgründen muss sie in mehreren Teilen abtransportiert werden. Aber auch das am Ende kein Problem für das Team. Ja, alles gut. Schade, dass es schon vorbei ist. Aber ich bin zumindest 25 Schnitte mit dem Helikopter jetzt an Erfahrung reicher. Hast du mitzählt? Ja, ich habe so 20 gemacht. Ja, keine Ahnung. Ja. Ja, war super. Ja, Sollen wir noch ein. Dankeschön für alles. Mhm. Ja, aber ich muss noch fragen, war der Pilot denn wenigstens auch zufrieden? Ja, das passt. Alles bestens. Gut vorbereitet gewesen, weißt du, gute Mannschaft. Was auch ein bisschen mitdenkt, das ist wichtig. Aber. Und zum Abschluss darf sich das Baumpflegeteam selbst dann mal aus anderer Perspektive anschauen, was sie so alles abgeholzt haben heute.